Hier, Leben Wrestling. Rekordstart für WrestleMania-Ticketverkäufe. Wie die WWE bekannt gab, wurden innerhalb des ersten Tages des Vorverkaufs der Tickets für WrestleMania 38 bereits knapp 75.000 Tickets an den Mann gebracht. Damit erreichte man die bisher höchste Zahl an verkauften Tickets innerhalb eines Tages. Auf den Wiederverkaufsplattformen landeten bisher erst knapp 15.000 Tickets, was im Vergleich zu vorherigen WrestleManias sehr wenig ist. Damit ist der Anteil der Tickets, die direkt an Fans verkauft wurde, höher als in der Vergangenheit. Die Anzahl der Tickets bei Wiederverkaufsplattformen lag in den letzten Jahren stets zwischen 25.000 und 30.000. Tony Khan kritisiert WWE-Personalpolitik. Während eines Auftritts bei Busted Open Radio äußerte sich Tony Khan kritisch zur Personalpolitik der WWE. Demnach müssen sich Performer bewusst sein, dass Verträge bei Marktführer mehr einer Übergangslösung gleichen und keine Sicherheit geben. Zwar könne er selbst nicht versprechen, jeden Performer bei All Elite Wrestling dauerhaft halten zu können, jedoch werde es regelmäßige Massenentlassungen, wie bei der WWE, bei ihm nicht geben. Einige WWE-Superstars erfuhren erst kurzfristig über Booking für Survivor Series. Wie Mike Johnson berichtet, erfuhren einige WWE-Stars erst während der vergangenen SmackDown-Ausgabe, dass sie für die Survivor Series gebookt wurden und mussten dementsprechend kurzfristig ihre Reisepläne ändern. Dies soll vor allem diejenigen betreffen, die während des Ankunftssegments von Vince McMahon zu sehen waren. Demnach sei die Idee zu diesem Segment erst am vergangenen Donnerstag aufgekommen, weswegen für die Show kurzfristig Leute gebraucht wurden. Verwirrung um Survivor Series Card. Berichten von Fightful Select zufolge soll es noch kurz vor Beginn der Survivor Series zu Unklarheiten über die Reihenfolge der Matches gekommen sein. Demnach wurden im Vorfeld Zweifel darüber geäußert, ob das Aufeinandertreffen von Big E und Roman Reigns den Main Event stellen soll, obwohl es keinen Auftritt von The Rock gab. Diese Diskussionen sollen dazu geführt haben, dass Backstage neben Zetteln mit der korrekten Match-Reihenfolge auch Zettel, in der die Matches verkehrt herum aufgelistet wurden, in Umlauf waren. So soll es auch zu den unterschiedlichen Medienberichten gekommen sein, ob nun Reigns und Big E oder Charlotte Flair und Becky Lynch die Show beenden würden.